Ja, schon das Bad. Hä? So still war es hier noch nie. Also eigentlich müsste es jetzt da drin rauschen. Ich verstehe das einfach nicht. Was ist mit dem Bein, Papa? Der Riesling. Ausgerechnet. Der Riesling, der geht einfach nicht. Mach doch mal keinen Kopf größer. Es wird schon. Bestimmt, Papa. Bestimmt. Zettel. Der ganze Wein ist hin. Der ganze Wein ist hin. Mama und Papa sind pleite? Papa hat keine Ahnung, was passiert ist. Er hat eine Probe ins Weinlabor geschickt. Papa ist total fertig. Ich gebe das Zelt zurück. War sauer teuer. Zettel, wenn sie uns brauchen, sind wir für sie da, okay? Ich hol die Zeitung. Ganz bestimmt auch nicht für Bart. Also für mich. Aber von wem? Nicht von Dad. Wieso bist du denn da so sicher? Zu rosig. Au! Rosen! Da bin ich absolut kompromisslos. Fanny, Sie sind eine fantastische Eventmanagerin. Oh, danke. Wir werden eine unvergessliche Hochzeit kreieren. Das verspreche ich Ihnen. Mama, weißt du noch? Mein Kinderbuch. Die Elfenhochzeit. Findest du das albern? Nein. Ich habe dreimal geheiratet, aber ich habe es nie so ernst genommen wie mein Engel. Ich muss los. Wiedersehen. Wiedersehen? Das ist doch wunderbar. Mein Engel. Also, wenn uns das Labor einen solchen Grad von Vergiftung meldet, dann müssen wir zwangsläufig tätig werden. Ja, aber E605 ist doch verboten. Der Grad. Deshalb bin ich hier. Also bei uns war das nie im Einsatz. Nicht mal, als es legal war. Ich muss es halt prüfen. Birkenstock, hallo? Hallo? Ja, ich kipp doch kein Gift in meinen Wein und schick anschließend eine Probe ins Labor. Jetzt kommen Sie, Herr Butzerhardt. Ich zeige Ihnen das Spritzbuch. Oh je, die Schule. Komm, warte, ich fahr dich schnell. So ein Mistmensch. Wie ist dieser Idiot und jetzt das noch? Butzerhardt? Ach, Quatsch.
Er sucht seit Tagen dauernd jemand bei uns an. Meldet sich nicht und legt dann auf. Haben wir Feinde? Ach, Blatt. Jetzt mach dir doch nicht solche Sorgen. Kann Papa dafür ins Gefängnis kommen? Kann ich helfen? Richie? Hi, Laurie. Morgen, mein Junge. Tja, I'm back again. Ich sehe doch, dass ihr sich an die Vorschrift haltet. Aber mir müsstet ihr selber auch. Ich mache nichts mit Chemie in meinem Wein. Schließlich trinke ich den zuallererst selber. Ja, und wieso habt ihr die Probe überhaupt ans Labor geschickt? Der Weißwein gehört nicht. Die ganze Ernte ist futsch. Ja. Und das soll ich selber gemacht haben. Hier. Ich muss kein Protokoll führen. Aber ich mach's trotzdem, freiwillig. Ich gehöre zu den besten Kellermeistern in der Gegend hier. Aber ich habe keine Ahnung, was hier gespielt wird. Laurie und Richie? Mit so einem Typ warst du mal zusammen? Das war eine verrückte Zeit damals. Aber erstens war ich sehr jung und zweitens war das Land vor Papa. Alles klar, Herr Kommissar? Mhm. So. Das war's. Da haben wir ja richtig Glück gehabt, dass du da bist. Willst du auch mal Mechaniker werden, mein Junge? Nee. Was denn dann? Detektiv, Agent oder Kommissar. Hey, klingt spannend. Hast einen schlauen Jungen, Laurie. Ja. Aber die Schule muss er schon noch zu Ende machen. Und jetzt komm, Bart, auf geht's. Tja, Fellbach hat mich wieder. Ich hab's Haus geerbt. Und den Weinberg richte ich auch wieder her. Du wirst sehen, aus mir wird noch ein richtiger Winzer. Freut mich für dich. Und vielen Dank. Einwandfrei. Das eine sage ich Ihnen, Herr Botzehardt. Wenn das rumgeht, dann bin ich als Winzer für alle Zeiten ruiniert. Ja, aber wie kommt jetzt in Gottes Name das E605 in Ihr Fass, Bertram? Ich weiß es nicht. Nur jedenfalls nicht von mir. Ja, aber wenn es nicht von Ihnen kommt, das Zeug, von wem kommt es dann? Ja, wie von wem? Haben Sie Feinde? Wer? Ach, nichts. Vergiss jetzt es. Wir haben gerade ein Riesenproblem daheim. Vielleicht müsst ihr mir helfen. Uh-oh. Oh nein. Die Marriage Gang. Anja, Kinder, wollt ihr mit in die Weinberge? Nee, gerade nicht. Die sind ja süß, die beiden. Ihr müsst den Hochzeitszug anführen. Mit Blumen bekränzt und in Kostüm. Ihr seid das Paar. Okay, Frau Fanny. Für how much? Und kein Goldberg-Riesling von dem Jahrgang. Muss uns einer hassen. Euer Vater macht die besten Weine. Kann sie das alles nicht erklären? Und vielleicht müssen wir verkaufen. Und wegziehen. Zettel, mein Adressbuch. Chemie. Chemie. Da gibt's einen. Der ist mir noch was schuldig von früher, als ich noch bei der Polizei. Wir brauchen eine zweite Analyse. Der Pavillon wird natürlich ist komplett verkleidet. Schön. Und was machen wir mit dem? Genau so habe ich mir das immer vorgestellt. Nein. Mein Gott, die spinnen ja total. Auf 100 Euro Gage gebe ich gern 2 Stunden den Hirten. Da drin ist hier will ich Roman das Ja-Wort geben. Das ist das Elfenreich. Ja.
Langsam mal genug. Ja. Und dann können wir das mit dem Buffet auch so machen. Ja, das Buffet, also die Buffets, kommen da rein. Wunderbar. Okay. Und da kommt ja das große Zelt. Hey, Ron, komm mal. Mhm. Also das können wir jetzt und dann an dem Parkplatz. Genau. Und daneben stellen wir auch und Gäste. Kinder? Haben Sie den Weinbauern eigentlich schon gefragt, ob hier 80 Leute tanzen können? Ach, wem gehört es denn? Der gehört den Birkenstocks und der dem... Dürfte ich Sie bitten, auf der Stelle aus meinem Weinberg zu verschwinden? Erstmal guten Tag, ja? Benjamin Birkenstock? Hast du Hunger? Hm? Komm, geh nicht ran. Mama, Ohren zu. Was? Ja? Zettel. Das tut weh. Oh, meine Nerven. Vorhin habe ich sogar deinen Vater angeschrien. Warum denn? Er ist rüber zu unserem Nachbarn. Er denkt, dass er... Was? Nichts. Mach dir bitte keine Sorgen. Okay. Hände hoch und rauskommen, aber zackig. Ich habe das E605 gefunden, Herr Nachbar. Ja, interessant. Ich hatte es gar nicht gesucht. Aber die Polizei. Und zwar bei mir. Nur, ich habe gar keins. Was willst du von mir? Einer hat mir meinen Wein vergiftet. Oh, das wird ja immer schöner. Eibruch und Unterstellung. Du hast doch immer rumgeschrien, dass du mich fertig machen willst. Bleib, wo du bist. Er war's nicht. Oben auf dem Goldberg hat einer kurz vor der Ernte den ganzen Weinberg mit Euparen gespritzt. Also, Bertram, du kennst mich, ne? Dir eine Neidrucke, gern. Aber ruiniere, nie im Leben. Woher weißt du das? Wir haben die Probe nochmal analysieren lassen. Da ist nicht nur E605 drin. Und die hat Anni oben am Zaun gefunden. Jemand hat den Zaun kaputt gefahren. Ach, und ihre Bremslichter, die sind in Ordnung. Du, was ist denn heute alles los? Ich kann's nicht leiden, wenn man bei mir rumschnüffelt. Guck du lieber mal nach deinem Wein. Wer weiß, vielleicht ist da auch noch was drin. Schwamm drüber. Das E605 war nur drin, um den Verdacht auf dich zu lenken, Papa. Damit keiner auf die Idee kommt, nach dem Euparen zu suchen. Danke, mein Großer. Das scheint es einer wirklich todernst mit uns zu meinen, ne? Ich glaube, ich muss noch mal zum Herrn Botzenhardt. Für immer und ewig zusammen. Boah, hier auch. Eins werden, keinen Augenblick mehr getrennt. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Und jetzt die Umarmung. Ein Traum. Nein. Zu viel, Schluss, aus. Ich kann nicht heiraten. Und will's auch nicht. Ich hab mir das so gewünscht. Ron ist so ein falscher Hund. Der hat Anja richtig umarmt. Der beschissenste Tag meines Lebens. Ja, meiner auch. Hast du die beiden gesehen? Ja. Wenn man seine Freunde einmal braucht.
Hallo. Grüß Gott. Wir haben eine Frage. Gerbert? Ja. Ja, was willst du denn wissen? Wir haben heute Morgen von Ihnen Rosen gekriegt. Und dann noch Tulpen, Nelken und Vergissmeinnicht. Unsere Mutter ist fix und fertig. Weil sie nicht weiß, bei wem sie sich bedanken soll. Das ist ja nicht der Sinn der Sache. Also den Namen von dem Herrn weiß ich auch nicht. Aber der muss irgendwas mit den Augen haben. Der hat so einen stechenden Blick. Und eine Cowboyjacke mit Franzen hat er auch. Und irgendwie so ein bekanntes Gesicht. Richie, hey, ich kenne den. Danke sehr. Bitte danke. Schön. Wiedersehen. Ade. Zettel, du gehst jetzt heim und sagst, ich bin bei... Nochmal in die Schule. Kapiert? Ich will mit. Wir sind ein Team. Nein. Nein. Glaubst du, dass jemand aus Liebe sowas macht? Richie? Aus Liebe? Macht was? Mach dir keinen Kopf. Ich überprüfe nur was und wenn ich euch brauche, rufe ich an. Okay? Richie? Richie. Warum sagt Bart nicht, was er vorhat? Weil er beleidigt ist und schmollt darum. Wegen dem Hochzeitszirkus? Ja. Ach, das. Und Bart ist jetzt alleine hinter einem Irren her. Jemand, der Wein vergiftet, der tickt doch nicht richtig. Weggedrückt. Ich probiere es jetzt von meinem. Und wenn er für mich nicht dran geht, dann bist du dran, Ron, okay? Okay. Bart, sag sofort, wo du bist. In seiner Scheune. Die Scheren passen. Und Richie war auf dem Goldberg. Sag den anderen... Mittendrin! Der Spinner. Jetzt wird's ernst. Mama! So. Zufällig also, hm? Ich muss heim. Die wissen, dass ich hier bin und warten. Zu deiner Mutter? Was? Du musst keine Angst haben, mein Junge. Hast du Angst? Natürlich nicht. Hey, du willst doch nicht abhauen, hm? Huh? Hat doch keinen Sinn. Wie lange soll ich gehen? Wir wissen doch, wo ich bin. Nichts. Alle Türen sind zu. Sie nicht bei uns in der Nähe kaufen sollen. Ist clever, mein Junge. Genau wie ich. Hier. Sie wollen das auch mal in seltsamen Telefon anrufen. Stimmt's? Das habe ich am Anfang gar nicht kapiert.
Ach. Und jetzt? Sie wollen unsere Familie zerstören. Stimmt's? Ich hab's gewusst, dass du's rauskriegst. Wenn's einer rauskriegt. Was? Was haben Sie jetzt vor? Es ist Zeit, dass wir eine lange, lange Reise machen. Du und ich. Nein. Und Laurie. Wie eine richtige Familie. Weißt du, mein Junge, ihr seid pleite. Erledigt. Wie gut, dass der alte Richie aufgetaucht ist, was? Meine Mama sagt, sie sind verrückt. Ach ja? Junge, ich glaube, wir müssen dringend mal über deine Mama reden. Jetzt lässt du mein Kind los. Laurie, Laurie, Laurie. Du siehst wirklich verdammt gut aus. Richie, was machst du da? Oh, wir unterhalten uns. Du bist ein toller Junge. Bin echt stolz auf ihn. Dann gib ihn mir. Richie, bitte. Lass ihn los. Und schmeiß das Messer weg. Hallo, Laurie, ich bin's, dein Richie. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich unserem Jungen was antun würde, ha? Uns jetzt eigentlich Schadenersatz leisten für unsere ganze Ernte. Ja, und wie? Sein Hof ist ja los. Das glaubst du. Er ist erledigt, der Depp. Du bist krank, richtig krank. Aber jetzt erzähl mal weiter. Ja. Und dann kam Zettel von hinten mit so einer langen Stange und hat ihn einfach K.O. geschlagen. Wie ein echter Profi. Ha, schon gut, Laurie. Oh. Ein Zettel. Papa! Na ja, jetzt komm halt her, Kalle. Ne? Tätig, warte. Ja, aber E605 ist doch verboten. Ja, grad. Deshalb bin ich hier. Also bei uns war das nie im Einsatz. Nicht mal, als es legal war. Ich muss es halt prüfen. Birkenstock, hallo? Hallo? Herrgott, noch mal schon wieder. Ja, ich kipp doch kein Gift in meinen Wein und schick anschließend eine Probe ins Labor. Jetzt kommen Sie, Herr Butzerhardt. Ich zeige Ihnen das Spritzbuch. Oh je, die Schule. Komm, warte, ich fahr dich schnell. So ein Mist. Jetzt dieser Idiot und jetzt das noch. Watsonhardt? Ach, Quatsch. Er ruft seit Tagen dauernd jemand bei uns an. Meldet sich nicht und legt dann auf. Haben wir Feinde? Ach, Quatsch. Jetzt mach dir doch nicht solche Sorgen. Kann Papa dafür ins Gefängnis kommen? Kann ich helfen? Hi, Laurie. Morgen, mein Junge. Tja, I'm back again. Ich sehe doch, dass ihr sich an die Vorschrift haltet. Aber mir müsstet ihr selber auch. Ich mach nichts mit Chemie in meinem Wein. Schließlich trinke ich den zuallererst selber. Ja, und wieso habt ihr die Probe überhaupt ans Labor geschickt? Der Weißwein gehört nicht. Die ganze Ernte ist futsch. Und das soll ich selber gemacht haben. Hier. Ich muss kein Protokoll führen. Aber ich mach's trotzdem, freiwillig. Ich gehöre zu den besten Kellermeistern in der Gegend hier. Aber ich habe keine Ahnung, was hier gespielt wird.
Lori und Richie? Mit so einem Typ warst du mal zusammen? Das war eine verrückte Zeit damals. Aber erstens war ich sehr jung. Ganz bestimmt auch nicht für Bart. Also für mich. Aber von wem? Nicht von Dad. Wieso bist du da so sicher? Zu rosig. Au! Rosen! Da bin ich absolut kompromisslos. Fanny, Sie sind eine fantastische Eventmanagerin. Oh, danke. Wir werden eine unvergessliche Hochzeit kreieren. Das verspreche ich Ihnen. Mama, weißt du noch? Mein Kinderbuch, die Elfenhochzeit. Findest du das albern? Nein. Ich habe dreimal geheiratet, aber ich habe es nie so ernst genommen wie mein Engel. Ich muss los. Wiedersehen. Wiedersehen? Das ist doch wunderbar. Mein Engel. Also, wenn uns das Labor einen solchen Grad von Vergiftung meldet, dann müssen wir zwangsläufig... Hörst du das Bad? Hä? So still war es hier noch nie. Also eigentlich müsste es jetzt da drin rauschen. Ich verstehe das einfach nicht. Was ist mit dem Wein, Papa? Der Riesling. Ausgerechnet. Der Riesling, der geht einfach nicht. Mach doch mal keinen Kopf, Großer. Es wird schon. Bestimmt, Papa. Bestimmt. Zettel. Der ganze Wein ist hin. Der ganze Wein ist hin. Mama und Papa sind pleite? Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Er hat eine Probe ins Weinlabor geschickt. Papa ist total fertig. Ich gebe das Zelt zurück. War sauteuer. Zettel, wenn Sie uns brauchen, sind wir für Sie da, okay? Ich hol die Zeitung. Ein zweites war das Lampfer, Papa. Alles klar, Herr Kommissar? So, das war's.
Da haben wir ja richtig Glück gehabt, dass du da bist. Willst du auch mal Mechaniker werden, mein Junge? Nee. Was denn dann? Detektiv, Agent oder Kommissar. Hey, klingt spannend. Hast einen schlauen Jungen, Laurie. Ja, aber die Schule muss er schon noch zu Ende machen. Und jetzt komm, Bart, auf geht's. Tja, Fellbach hat mich wieder. Ich hab's Haus geerbt. Und den Weinberg richte ich auch wieder her. Du wirst sehen, aus mir wird noch ein richtiger Winzer. Freut mich für dich. Und vielen Dank. Einwandfrei. Das eine sage ich Ihnen, Herr Botzehardt. Wenn das rumgeht, dann bin ich als Winzer für alle Zeiten ruiniert. Ja, aber wie kommt jetzt in Gottes Name das E605 in Ihr Fass, Bertram? Ich weiß es nicht. Nur jedenfalls nicht von mir. Ja, aber wenn es nicht von Ihnen kommt, das Zeug, von wem kommt es dann? Ja, wie von wem? Haben Sie Feinde? Wer? Ach, nichts. Vergiss jetzt es. Wir haben gerade ein Riesenproblem daheim. Vielleicht müsst ihr mir helfen. Oh. Oh nein. Die Marriage Gang. Anja, Kinder, wollt ihr bitte in die Weinberge? Nee, gerade nicht. Die sind ja süß, die beiden. Ihr müsst den Hochzeitszug anführen. Mit Blumen bekränzt und in Kostümen. Ihr seid das Paar. Okay, Frau Fanny. Für how much? Und kein Goldberg-Riesling von dem Jahrgang. Muss uns einer hassen. Euer Vater macht die besten Weine. Kann sie das alles nicht erklären? Und vielleicht müssen wir verkaufen. Und wegziehen. Zettel, mein Adressbuch. Chemie. Chemie. Da gibt's einen. Der ist mir noch was schuldig von früher, als ich noch bei der Polizei. Wir brauchen eine zweite Analyse. Der Pavillon wird natürlich ist komplett verkleidet. Und was machen wir mit dem Bild? Genau so habe ich mir das immer vorgestellt. Mein Gott, die spinnen ja total. Auf 100 Euro Gage gebe ich gern 2 Stunden den Hirten. Da drin ist hier will ich Roman das Ja-Wort geben. Das ist das Elfenreich. Ja. Langsam mal genug. Ja. Dann können wir das mit dem Buffet auch so machen. Ja, das Buffet, also die Buffets, kommen da rein. Wunderbar. Okay. Und da kommt ja das große Zelt. Hey Ron, komm mal. Mhm. Also das ist dann das Buffet. Und dann an dem Parkplatz. Genau. Und daneben stellen wir auch Gäste. Kinder? Haben Sie den Weinbauern eigentlich schon gefragt, ob hier 80 Leute tanzen können? Ach, wem gehört das denn? Der gehört den Birkenstocks und der dem... Dürfte ich Sie bitten, auf der Stelle aus meinem Weinberg zu verschwinden? Erstmal guten Tag, ja? Benjamin Birkenstock? Hast du Hunger? Mhm.